Eine mysteriöse Gruppe scheint versessen darauf zu sein, Nils und Ninian zu fangen. Und damit willkommen zurück zu Fire Emblem The Blazing Blade. Doch nach ihrem Versagen ergreift diese Gruppe, bekannt als Black Fang, die Flucht. Gerüchte besagen, sie seien in Richtung Südwesten unterwegs. In Richtung Lin und ihre Kameraden folgen ihnen in der Hoffnung, ein verlorenes Erbstück wiederzufinden. Die Black Fang haben ein verlassenes Schloss in Cathelet zu ihrer Festung umfunktioniert. Seine dunklen Hallen sind indes von schattenhaften Geschäftigkeiten erfüllt. Ja, eine Nebenquest, ein Nebenkapitel, wie uns erzählt wurde. Kapitel 7x, also Schwarze Schatten. Man hofft, dass wir niemanden verlieren. Und genau, viele Gegner. Der Bruder ist also entkommen. Und die Schwester wurde von einer Gruppe von Fremden gerettet. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, wir gerieten in einen Hinterhalt und... Spar dir deine Ausreden, nur das Ergebnis zählt. Ja, Herrin. Und wie lautet dein Plan? Die Geschwister wieder in unsere Gewalt zu bringen? Wir hörten, dass die gesamte Gruppe hierher unterwegs ist. Und sie haben die Berger im Schlepptau. Sie kommen hierher? Warum sollten sie das tun? Vielleicht sind sie auf der Suche nach diesem Ring. Er scheint ein seltenes Stück zu sein. Wir haben ihm dem Mädchen abgenommen. Es scheint sich als Glücksfall zu erweisen, dass wir dies taten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er sie jetzt wieder zu uns führt. Mit diesem Köder wird es nicht schwer sein, die Beute in die Falle zu locken. Verstehe. Nun gut, dann soll dir noch eine zweite Chance gewährt sein. Ich muss mich noch um andere Angelegenheiten kümmern, aber ich werde bald wieder zurück sein. Du hast bis morgen zum Sonnenaufgang Zeit. Hast du verstanden? Ja. Bist du bei meiner Rückkehr der Kinder nicht habhaft geworden? Wirst du durch meine Hand die härteste Bestrafung der Black Fang empfangen? Vergiss das nicht. Behalte dieses Wissen stets vor Augen. Das sind viele, viele Gegner hier. Ich glaube, sie sind hier hineingegangen. My Lady, wollt ihr wirklich hinein, um nach dem Ring zu suchen? Ja, das will ich. Aber das ist ihre Festung. Es ist davon auszugehen, dass sie gut verteidigt wird. Ganz zu schweigen von der nicht minder guten Bewaffnung. Bitte vergesst den Ring. Es ist schon in Ordnung. Rin hat dieser Mission bereits zugestimmt. Ja, ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ich wäre nicht hier, wäre es anders gewesen. Ich meine, die große Menge an Gegnern heißt auch eine große Menge an Erfahrungspunkten, ne? Rin ist überzeugt davon, dass wir es schaffen können. Ja, das habe ich nicht behauptet. Ich bin mir sicher, diese Entscheidung kam nicht unüberlegt. Mit Rin an meiner Seite habe ich Vertrauen in unseren Erfolg. Hol mir deinen Ring zurück, Ninian. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Druck aufgebaut, ne? Die Messlatte noch ein bisschen höher gehoben. My Lady. My Lady Lindis. Hier sind wesentlich mehr Gegner, als wir angenommen hatten. Dies ist immer in ihr Hauptquartier. Es ist zwingend nötig, dass wir mit äußerster Vorsicht vorgehen. Genau, My Lady. Dieser enge Korridor kann uns zum Vorteil gereichen. Wenn wir den Feind hierher locken, können wir ihn in kleineren Gruppen ausheben und uns somit nicht in allzu große Gefahr begeben. Und sollte die Zeit knapp werden, können wir dennoch einen Ausfall wagen. Halten wir uns an diesem Plan, ist unser Sieg kein Wunder mehr. Also, Rin, was denkst du? Wie wir nun vorgehen, ist letztendlich deine Entscheidung. Das müssen wir mal schauen jetzt, ja. Ich möchte mich jetzt mal die Karte prüfen. Okay, hier spawnen wir. Ich kann ja noch die Spawn-Position verändern. Das sind alles Sachen, die ich letztes Mal gar nicht wirklich viel gemacht habe. Wir haben einen ziemlich großen Haufen Gegner und ein Ding, was ich kenne, ein Konzept, diese Treppen hier. Treppen sind meistens Zugänge für feindliche Verstärkung.
Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass aus diesen Treppen noch zusätzliche Einheiten dazukommen. Zum ersten Mal ein feindlicher Reiter, glaube ich. Ärgerlich sind aber tatsächlich der Bogenschütze hier vorne und der Magier, finde ich, weil die sind in einem Raum, den ich so leicht nicht betreten kann. Und die können natürlich trotzdem ihre Reichweite gut nutzen. Okay, des Weiteren ist hier ein Dieb. Der wird wahrscheinlich versuchen, den Schatz hier zu holen und damit abzuhauen. Das machen feindliche Diebe auf Maps normalerweise. Das heißt, wir müssen entweder den Dieb vorher killen, bevor er den Schatz bekommt, oder wenn er ihn bekommen hat, bevor er abgehauen ist. Weil in der Regel hauen die danach nämlich ab. Oder wir müssen den Schatz vorher selber looten. Was nicht unmöglich wäre, weil hier ist ein Riss in der Wand. Das heißt, die können wir zerstören. Ne? Ja. Also wir müssten den killen, die Wand zerstören und dann an den Schatz ran. Das Problem ist, der Bogenschütze wird sich da wahrscheinlich auch einmischen. Ich hoffe, der Schatz ist es wert, weil das wird nicht leicht sein, ihn zu bekommen. Weil der wird hier einfach Tür öffnen, durchlaufen, Tür öffnen, durchlaufen. Dann hat er den Schatz schon, ne? Okay. Gut, also Matthew, als Dieb brauche ich dich auf jeden Fall schon mal auf der linken Seite. Weil ich würde gerne versuchen, das hier durchzupushen. Da ist ein Lanzenträger vor. Das heißt, eigentlich wäre Dorcas ganz gut geeignet. Zusammen mit einem Reiter vielleicht oder einem Fernkämpfer. Kämpfer, bemerkt. Und zwar mit ihm. Also könnte nämlich er auf die Wand einprügeln nachher. Nee, Quatsch, kann er sowieso, er hat einen Wurfball. Stimmt. Dann nehme ich seinen. Dann können wir nämlich das Wurfball nutzen, das ist auch in Ordnung. So, dann müssen wir uns überlegen, wie wir den Rest machen. Der Magier hier ist, wie gesagt, sehr ärgerlich. Der steht an der Säule, das heißt, er ist geschützt. Er kann natürlich über die Wände hinwegschießen mit seiner Magie. Haben wir eigentlich alle auf dem Feld, oder... nicht. Haben wir nicht. Nils und Lucius sind gerade nicht dabei. Ehrlich gesagt könnte Lucius ganz gut sein, wegen der Range Attack. Ich glaube, Florinan wird hier nicht so geil sein. Weil die kann nicht über die Mauern rüberfliegen hier, weil das sind Innenräume. Ich nehme Florina mal raus für dieses Match. Und nehme stattdessen... Lucius mit, für mehr Range. Ich weiß, Nils wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan. Habe ich schon gesagt, ich bin nicht so ein Tänzernutzer. Ich sehe den Sinn da drin, ne? Aber ich bin nicht so ein riesen Fan davon. In diesem Fall Bade, gut. Und Fernkampf könnte uns schon helfen. Er hat noch einen Türschlüssel, aber das wird uns auch nicht helfen, weil die einzigen Türen werden von denen aufgemacht werden, da gehe ich stark von aus. Aber der Bogen könnte uns hier auf jeden Fall helfen. In engen Gängen. Ich nehme mal die Leute so mit. So, wer stellt sich jetzt noch wo wie auf? Sie kann ich nicht verändern, das ist okay. Ich würde fast sagen, der Rest steht eigentlich ganz gut. Okay. Speichern. Ich habe keinen extra Speicherstand, falls ich es schaffen werde. Ich muss es also schaffen, aber ich denke mal, das kann man hier auch schaffen. Und dann legen wir los, würde ich sagen, oder? Jo, ich meine, ich habe nichts vergessen. Gut, es beginnt. Der Typ wird sich auch böse in den Rücken fallen. Ja? Das ist nicht so schön. Er kann bis dahin, ne? Okay, du kannst schon mal dahin rennen und wirfst schon mal eine Axt an den Kopf. Dann ist der sogar schon tot. Weil da kann er mal seinen Vorteil mit der Axt richtig ausspielen. Wenn er zweimal trifft, ja, okay, wird er wohl tun. Supi Dorcas, das war eine gute erste Leistung in diesem Kampf. Ich krieg sogar Heilmittel von denen. Nett. So. Ich schicke ihn mal dahin. Ich weiß, der Typ kommt an ihn ran, aber Matthew ist ein Schwertträger und Diebe können gut ausweichen. Und du kannst schon mit deinem Langschwer die Wand zerstören sogar. Okay, wir kommen da echt schnell rein. Schneller und zerstören doch nicht. Okay, aber fast zerstören. Wir kommen da auf jeden Fall vorher rein. So. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen. Den Typen können wir natürlich theoretisch einfach wegzaubern. Urk hat sich jetzt jemand herausgestellt, der sehr viel Resistenz hat. Das heißt, er hat eigentlich vor dem gegnerischen Magier nichts zu befürchten. Er kommt natürlich an ihn ran. Du hast keinen Langspeer, richtig? Gut, das wäre auch ein bisschen stressig gewesen. Ich würde behaupten, bisher... der Start sieht gut aus, aber wir wissen noch nicht, was für Verstärkung kommt. Und ich gehe davon aus, es kommen welche, weil die Treppen sind dafür bekannt, dass sie als Zugangspunkte dienen. Was ich übrigens auch gut finde, weil man dann wenigstens weiß, woher Verstärkung kommt. Ne?
Ich finde es ja nicht verkehrt, auch mal einen Hinterhalt einzubauen in der Story oder sowas, aber in solchen Spielen kann das halt absolut vernichtend sein für eine Unit, weil du es einfach nicht vorhersehen kannst. Und ganz oft können die dann auch in derselben Runde ziehen, wo sie spawnen. Das ist immer das Schlimmste dann. So, der Reiter, wie weit kommst du eigentlich bis da? Okay. Kent, du gehst dahin. Lynn, du deckst ihn von der Seite an. Du gehst ruhig ein bisschen weiter. Lynn, wie sieht deine Resistenz aus? Absolut beschissen, okay. Dann halte ich mal ein bisschen zurück, weil der Magier ist echt gefährlich für dich. So, du kannst wie weit laufen? Okay, das heißt, die Treppe da ist noch safe. Du hast keine Wurfaxt dabei. Nope. Good to know. Dann gehst du bitte dahin. Du kannst dich mal hier hinstellen. Okay. Meine erste Runde. Und du müsstest eigentlich ausweichen. Da krieg ich 40% Chance, hatte der. Das finde ich beängstigend hoch. So viel habe ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Na gut, ist ja alles gut gelaufen. Ja, das war vorstellbar, aber nicht so schlimm. Vor allem, er kann sich sogar wehren. Er trifft leider nicht. Doch, er trifft beim zweiten Mal. Er ist so schnell, dass er den Bogenschützen zweimal angreifen kann. Dorcas hat echt guten Speed. Und das war gar nicht mal ein schlechtes Level-Up. Okay, das dachte ich mir, aber Urk müsste das gut vertragen. Ja, Urk hat eine sehr hohe Resistenz. Und die Resistenz unserer Gegner ist in der Regel nicht so extrem hoch wie seine. Also momentan ist er nicht nur ein guter Magier, sondern auch ein guter Konter gegen andere Magier. Okay, der Dieb hat jetzt die Tür da oben aufgemacht. Er kann aber nur aufmachen und dann laufen. Er kann nicht beides in einer Runde. Das ist also ziemlich safe immer noch für uns. Soll ich den Kill Matthew machen lassen oder soll ich mich um die Schatztruhe kümmern? Ich kann den Dieb auch einfach erschlagen, dann ist es ja egal, ne? Dorcas, du reißt mal eben die Wand ein. Ist ja nur noch ein Hit. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. So, dann müsstest du eigentlich problemlos den Schützen erledigen können. Mhm. So, das heißt, der Raum ist eigentlich ziemlich gesichert. Da würde ich mehr für den Kill noch lassen. Den schafft er ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist wieder noch wert. Weil ich glaube, die Truhe haben wir schon gut abgesichert. Nächste Runde holen wir die dann einfach. Oder killt halt den Dieb, wenn er reinkommt. Wir können den Dieb sogar blockieren rein, theoretisch. Dass er gar nicht reinkommen kann. Das Problem ist, wenn wir die Tür aufmachen, dass die Gegner natürlich auch die Tür nutzen können, ne? Aber es ist schon in Ordnung. Es gibt Schlimmeres. Wir schicken ja ein paar mehr Leute da noch hin. Ich hoffe, ja gut, wir müssen mal gucken, dass wir keine angreifbare Person an diese Wände stellen, falls irgendwelche Fernkämpfer da rausbauen sollten. Das könnte auch ein böses Ende nehmen. So, killst du den oder beschädigst du ihn? Du killst ihn. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ein bisschen mal mit der Erfahrung noch aufteilen. Candy Boy, jetzt kannst du ihn vielleicht weghauen. Nee, tatsächlicherweise nicht. Ja gut, komm. Was soll's. Jetzt trifft er uns aber auch, ne? Wenn wir davor stehen. Lanze, das heißt, wir haben hier keinen Axtträger. Da können wir. Ja komm. Das ist ein Trade, den erlaube ich mir. Der macht 6 Schaden, der kann keinen Crit machen. Wenn es nämlich zweimal trifft, ist nur 12 Schaden. Das ist in Ordnung. Da können wir ein bisschen heilen mit. Unser Heilerin. Solange jetzt sich die Runde dann Fernkämpfer noch ausbaut, ein Magier wäre jetzt echt schlecht, ist alles okay. Okay, du gehst hier hin, dann kannst du dich nächste Runde von ihr heilen lassen. Ich glaube, wir müssen da rechts keinen mehr lang schicken. Ich denke, der sagt, die Decke ist durch, aber warum nicht ihn noch hinterher schicken als Absicherung? So. Der hat ein Heilmittel dabei gehabt und das sogar benutzt. Überraschend. Ja, jetzt wird wahrscheinlich der Typ auch. Was? Das kann nicht sein. Sie sollten doch tot sein. Alle Mann hierher. Vernichtet sie. Das ist unsere letzte Chance. Okay, da ist ein Krieger gespawnt. Okay, Krieger können, wenn er keinen Langspeer hat, kann er von da aus gar nichts machen. Ja, super. Du bist einfach nur ein Opfer.
Aber die können jetzt hier durchlaufen, also er auch. Da müssen wir dann denken. Aber Sein könnte einfach dicht machen. Einerseits hat er eine Lanze. Ich möchte aber positiv anmerken, die Verstärkung kam gerade, hat sich aber noch nicht bewegt. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass er eh keinen Sinn hatte, sich da zu bewegen. Ich nutze hier den Langspeer. Ja, weil ich da nicht so nah ran muss. Falls da oben welche raus... ärgerlich. Gut, kann passieren. 76%, ich habe gehofft, wir treffen. Aber trotzdem ist der Eingang gesichert, das ist die Hauptsache. Kannst ruhig dahin, da kann keiner an dir vorbei. Ich glaube nicht, dass Diebe hier über sowas wie Skirmish können, dass hier durch mal einer einen durchrennen können. Da gehe ich mal stark von aus, das geht nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Truhe die Mühe noch wert war. Ich hoffe es. Ein Hammer, das ist eine besondere Waffe. Ich glaube, es ist die Axt, die besonders stark gegen gerüstete Feinde mit hoher Defense ist, ne? Wenn ich mich nicht irre. Alter, der Rev ist immer noch sehr stark. Oh, der ist auch ein sehr hohes Level immer noch. Da kann ich besser ein bisschen Will nutzen. Der kann dann auch killen. Okay, nice. Gute Arbeit. Und ein Level Up. Ist es ein sinniges? Oh, das war ein sehr gutes Level Up. Keine Frage. So, Candy Boy, du bist zwar beschädigt, aber... Na gut, wie weit kannst du laufen? Das ist die Frage. Okay, nur bis da. Dann folgst du dem und killst den. Mit deiner Lanze, wo bemerkt. 17 Schaden, trifft mit fast... Quatsch. 9 Schaden, trifft fast garantiert. Ich riskiere ein bisschen viel mit Kent hier, ne? Wenn ihr irgendwie aus einer Ecke der Web spawnen könnte, aber ich denke mal nicht. Das heißt, wir nehmen höchstens 12 Schaden. Das ist also noch im Safe-Bereich. Wenn er daneben steht, sowieso kein Problem. Perfekt. Du kommst jetzt Absicherung auch noch dahin. Du kannst ihn noch nicht erreichen, ne? Doch, kannst du. Shit. Das ist nicht gut. Das war ein Fehler von mir. Ich meine, der wird ihn niemals töten können. Mit einem Angriff. Aber er wird verdammt geschwächt danach sein. Ich hoffe, er tötet ihn nicht doch irgendwie. Oh, das war ein Fehler. Komme ich an den Rand vorher? Nein, natürlich nicht mehr. Aber vielleicht ist er an Lynn interessierter, weil sie mein Main-Character ist. Wenn ich Glück habe. Der hat keine Wurfaxt oder sowas. Ja, gut. Erk brauchte Heilung. Es gibt keinen Grund für mich, das Ding aufzumachen. Denn falls er noch mehr Nahkämpfer spawnen, dann will ich den keine Tür und Tor öffnen. Das wäre nur doof. Wir haben ja noch einen Heilstab übrig, das heißt, wir können ruhig ordentlich heilen. Da haben wir ein bisschen investiert. Er geht sich nochmal heilen. Das ist schlecht, er spielt auf Zeit. Ärgerlich dafür, den Langspeer zu verschwenden, aber in Ordnung. Ich hätte genug gehofft, den einen abzustechen vorher, aber hat ja nicht funktioniert. Naja, macht genau, was ich befürchtet habe. Okay, 5 Schaden ist echt wenig, aber Rev hat ein hohes Level, der hält es aus. Und das Gute ist, er kann mit einem nach oben laufen und einfach schießen. Dann ist die Sache erledigt. Also halb so wild. Nee, ist er nicht. Wow, der überlebt in einem Punkt, wenn er keinen Crit macht. Das ist aber ein Crit, oder? Ja, das ist ein Crit. Extra Animation heißt meist Crit. Gut. Ja, wenn er sich die ganze Zeit heilt, ist er schon echt schwierig. Aber auf der anderen Seite, solange er mich nicht trifft, ist es egal. Er gewährt mir dadurch eigentlich nur noch mehr Erfahrungspunkte. Jetzt hat er mich getroffen, das ist ein bisschen gefährlicher. Aber wir bewegen ja auch Sarah in die Richtung, das ist schon in Ordnung. Ich habe immer Angst, Lynn irgendwo hinzustellen, weil sie echt squishy ist. Ne? Sie ist wirklich unfassbar squishy. Wenn sie nicht im Vorteil gegen Axttypen kämpft, habe ich immer Angst, dass sie vielleicht krepiert. Aber einen Schlag wird sie wohl überleben. Das geht mal bis da. Du gehst bis da. Und du läufst hinterher. Es sind hier auch wieder zwei Leute gespawnt. Sich jetzt erst. Okay. Magier und ein Schamanentype. Das heißt, zweimal magische Angriffe. Das ist nicht ungefährlich. Mal gucken, ob die straight auf uns zulaufen. Ich bleibe hier erstmal vorsichtig.
Außer Lucius, der müsste eigentlich stark gegen sie sein, ne? Gut. Okay, nicht so gut. 85% daneben. Ich meine, schlimmer ist es, wenn sie jetzt Schaden genommen hätte und ihn gekillt hätte. Jetzt wird es aber ein bisschen knapp hier. Aber er hat es geschafft. Gut. Verdienter Sieg. One-on-one. Immerhin Verteidigung und KP. Glück ist auch nicht verkehrt. Okay, das müsste ja eigentlich im Vorteil sein, oder? Wobei Feuer ist anscheinend stark gegen Blitz, aber das macht trotzdem nicht viel aus. Okay. Aber Blitz war ja Lichtmagie, ne? Und ich meine ja schon, dass wahrscheinlich diese Elementmagie. Ja gut, Feuer, vielleicht ist Feuer einfach das Einzige. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber Feuer ist halt stark gegen Licht und Licht ist stark gegen diese Finsternis, ja. Wie willst du die abschneiden? Erzähl mal. Extrem schlecht. Wow, okay. Das lassen wir lieber schön bleiben. So, du gewinnst gegen den. Das ist echt nice. Lucius' Moment zum Glänzen ist gekommen. Meinst du, die kannst du einfach mal wegdonnern? Ja, das ist ein Treffer und der ist down. Und normalerweise bewegt sich die da oben ja nicht, ne? Und selbst wenn, Sein hat noch volle AP. Da kann ich aber jetzt die Lanze benutzen, falls er kommt, haben wir dann den Vorteil mit Lanze gegen Schwert. Die Lanze trifft ja nicht so gut, aber er wird schon. Er trifft einfach, komm. Ja, gut. Ich habe immer Angst. Wenn ich schon keine 90% da sehe, kriege ich schon Schiss. Wobei natürlich auch viele Spiele eigentlich, ja, veränderte RNG haben. Ich weiß nicht, wie es bei Fire Emblem ist, aber da ist manchmal ja 80%, 90% eigentlich. Aber das hilft mir auch nicht mit meinem Pech, um ehrlich zu sein. So, wie machen wir das jetzt? Einfach mit Magie, weil es safe ist. Oder hauen wir einmal drauf? Man, selbst wenn sie getroffen wird, könnte sie geheilt werden. Und das wäre nicht verkehrt. Sie hat eine hohe Crit-Chance damit, ne? Das war kein Crit. Aber sie weicht aus. Das geht auch klar für mich. Steve Urkel. Gut, ist den Kill. War nochmal der Level-Unterschied bei euch? Du warst 6, du bist wahrscheinlich noch 4. Also, dann war das eine gute Entscheidung. So, ich würde ihn jetzt reinschicken, den Killen. Aber wie gesagt, Level 2er mit einem Level 7er Killen ist nicht die geilste Angelegenheit in der Regel. Du musst bitte dein Lanze ausrüsten, hast du schon gut. Wir könnten ein bisschen nachrücken. Hat der eigentlich was Besonderes? Nee, ne? Also ich glaube, die Waffe, die er ausrüstet, kann ich ihm eh nicht klauen. Wegen Diebstahl halt. Das würde nicht funktionieren. Das wäre auch extrem okay. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Fire Emblem gibt, wo man Waffen klauen kann, die Leute in den Händen halten. Das wäre nämlich extrem brutal. Und Game-Breaking. Ja, okay, einmal treffen ist in Ordnung. Da können wir heilen. Mauernzerstörer hat keine Erfahrung gebracht, ne? Ich glaube, mittlerweile kommen da keine Gegner mehr draus. Aber wir würden vorhin unsere Aufladung von den Waffen verschwenden. Das ist mit Sicherheit nicht wert. Ein Hauch von Erfahrung. Wenn das Eisenschwert reicht, nehmen wir auch das Eisenschwert. Gut. Kein Grund, die guten Waffen zu verschwenden. Ein Erfahrungspunkt entfernt. Ja. Gut. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zum Sieg. Das ist noch der Anführer. Und ich habe das Gefühl, da kommen keine mehr an Verstärkungstruppen. Sein konnte natürlich einen Vorteil der volle Kanne ausspielen. Lanze gegen Schwert. Aber die über ein Stahlschwert, der ist doch gar nicht mal so schwach. Aber 5 Schaden ist eigentlich kein Problem, wenn er keine Crit-Chance, ne? Also komm, Sein. Ich darf nicht versagen. Ich kann nicht versagen. Die Konsequenzen sind zu. Ich weiß nicht, was die Bestrafung ist, die allerschlimmste.
Schlimmer als der Tod. Ich glaube, der wird sich gleich ereilen, mein Freund. Ist da ein Level Up? Ich meine, es gibt genug Dinge, die schlimmer als der Tod sind, so nicht, aber... Killen wir ihn? Ja, perfekt. Wenn wir treffen. Oh, Level Up für Lucius. Ja, wir haben niemanden verloren hier. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Und einen netten Haufen Erfahrungspunkte. Da werde ich nicht meckern. Oh, nein, ich kann nicht. Gib uns den Ring und leiste folgenden Eid. Du musst versprechen, diese beiden fortan in Frieden leben zu lassen. Höre ich deinen Schwur, verschone ich dein Leben. Versagen bedeutet den Tod. Was? Gift? Er hat sich selbst das Leben genommen. Wir haben es hier nicht mit gewöhnlichen Räubern zu tun. Dieser Mann wurde von einer gut organisierten Gruppe trainiert. Doch was wollen sie von Nils und Ninian? Nils, Ninian, es wird alles wieder gut. Solange ihr bei uns seid, kann euch nichts geschehen. Aber... Ihr habt doch unseren Sieg bezeugt. Mit der Weitsicht von Rin und meinem Schwert habt ihr nichts zu befürchten. Wenn wir alle zusammenarbeiten, gibt es nichts, was wir nicht schaffen. Es ist mir gleichgültig, wer hier hinter euch her ist. Ich werde euch beschützen. Wirklich? Ja, bei meiner Ehre. Nicht wahr, Rin? My Lady. Ach ja, das gehört wohl hier. Ah, das ist... Du nanntest ihn Ninis Anmut, nicht wahr? Dieser Rüpel trug ihn bei sich. My Lady Lindis, ich danke euch so sehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer vielen Dank. Nice. Gut, das war jetzt aber auf jeden Fall ein kürzeres Kapitel. Für eine Folge ist es ein bisschen zu kurz, deswegen machen wir noch ein bisschen weiter und schnuppern schon mal in die nächste Mission rein. Nach dem Besuch von Adafen und Cathalet erreichten Lynn und ihre Freunde endlich Kaelin. Doch befindet sich Kaelin mittlerweile unter der Herrschaft von Lundgren. Lundgrens Gefolgsleute liegen bereits auf der Lauer und trachten Lynn nach dem Leben. Oh, ich weiß schon, was das ist. Sie warten ungeduldig auf ihr Eintreffen und bereiten eine besondere Waffe vor. Vielleicht so eine Ballistenkram. Extrem hohe Reichweite. Extrem mies. Kapitel 8 im Wirbel der Strategie. Sieh doch, Rin, die Berge sind schon so weit entfernt. So weit sind wir schon gekommen. My Lady Lindis, Rin. Das Schloss kann jetzt nicht mehr weit sein. Meiner Schätzung nach müssten wir Schloss Kaelin in 2 Tagen erreichen. Sofern wir uns beeilen. Nur noch 2 Tage. Halte aus, Großvater, bitte. Lass sie Kopf nicht hängen, Lynn. Wenn sie dich so traurig sehen, werden die anderen auch noch schwermütig. Florina, du hast recht. Durch Kummer wird die Situation auch nicht besser. Wir müssen schnell voran. Das ist schon viel besser. Lynn, Gefahr ist im Verzug. Was sagst du? Ich kann gar nichts erkennen, bist du sicher? Ich fühle es auch. Ich bin mir völlig sicher. Ah, my lady, keine Bewegung. Hm? Was zur... Woher kam dieser Bolzen? Sie haben eine Balliste. Lord Lundgren macht jetzt ernst. Belagerungsmaschinen einsetzen ist keine Heldentat. Was ist eine Balliste? Eine Waffe, die über große Entfernung eingesetzt werden kann. Nur Schützen können sie bedienen, aber sie können verheerend sein. Florina, du musst am Boden bleiben. Steige nicht in die Lüfte.
Die Balliste würde dich sofort aus Korn nehmen. Kann man sie denn bekämpfen? Es wäre am sichersten, jemanden mit guter Abwehr vorzuschicken. Wenn der Feind den Köder schluckt, beschwert er zu seinen Bolzen. Dann können wir vorstürmen und den Schützen ausschalten. Will, könnt ihr eine Balliste bedienen? Ich habe es nie versucht, aber im Grunde ist es ja nur ein großer Bogen, oder? Naja, ich werde es schon irgendwie hinbekommen oder herausfinden. Es sollte zumindest ein Versuch wert sein. Mal sehen, was wir tun können. Das ist natürlich nicht kein großer Bogen. Ah, Lady Lindis, Rhin. Ich muss mich um eine Angelegenheit von geringerem Interesse kümmern. Daher kann ich euch jetzt nicht begleiten. Solltet ihr was aus meinem Vorrat benötigen, so nehmt es bitte jetzt. Oh, danke, dass du uns vorwarnst. Du scheinst die Gruppe zu verlassen für geraume Zeit. Aber dass er uns warnt, ist echt sehr nett. Er hat nämlich noch einen Türschlüssel dabei und einen Panzerbrecher und einen Hammer. Die will er nicht behalten, unter diesen Umständen. Der Hammer ist aktuell eigentlich, glaube ich, nur von Dorcas einsetzbar. Also geben wir den auch. Jetzt die Frage der Panzerbrecher, ne? Immer noch dieselbe Problematik. Da ich ihm, also Sai, den Langschwert gegeben habe, gebe ich, kennt man den Panzerbrecher so lange. So. Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll wäre, das Eisenschwert ihm auch wegzunehmen, aber das mache ich mal nicht. So dringend brauche ich gar kein Eisenschwert. Der Türschlüssel sollte aber auf jeden Fall noch weg und die Heilung sowieso. Die Heilung kriegst du, ist ja eh dein Gedönse. Und den Türschlüssel bekommt am besten der Main-Character, würde ich sagen. Das kann nicht schaden, wenn er einen dabei hat. Okay. Danke für die Warnung, Matthew. Und wohl gute Reise und viel Erfolg mit deiner kleinen, weniger wichtigen Unternehmung, wie du sie nennst. Speichern können wir schon mal. Speichern fühlt sich immer gut an. Das tue ich sehr gerne. So. Okay, Karte ansehen. Also offensichtlich ist Florina nicht mal in der Startaufstellung. Das macht natürlich auch Sinn, wenn sie hier nicht so gut ist. Hier sind auch nicht so viele Kämpfer, die sie bekämpfen könnte. Ich weiß nicht, wie wir dieses Dorf retten sollen. Und wenn die sich entscheiden, da reinzulaufen, kann ich nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, ob das eine Falle ist, von wegen, wenn ich jetzt die nicht schnell erledige und mich erst hier um kümmere, dann verliere ich das oder so einen Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Übrigens sind meines Erachtens nach Pegasus-Reiter nicht so schlecht in so einer Kampfsituation, weil sie immer noch den letzten Schlag ausführen könnten gegen so eine Balliste, weil sie meistens weiter fliegen können, als die schießen können. Aber mal schauen. Will könnte natürlich auch das Ding gegen die Magier benutzen. Ich hoffe, die bleiben einfach ein bisschen stehen. Ich würde jetzt an der Aufstellung, glaube ich, gar nichts verändern. So. Ne, wir machen einfach mal. Wenn das Spiel sagt, ich soll Florida lieber draußen lassen, machen wir dann mal. Auf der anderen Seite der Hügel im Süden steht eine Ballista. Wie Kent bereits erklärte, kann diese dafür nur von geschickten Schützen eingesetzt werden. Die Reichweite einer Ballista ist äußerst groß, daher kann sie auch weit entfernte Gegner treffen. Da sie ohne Furcht vor Konterattacken angreifen kann, ist sie äußerst nützlich. Um sie zu benutzen, bring einen Schützen zu einer unbesetzten Ballista und wähle den Befehl Fahren. Danach kannst du wie gewohnt angreifen. Balliste können auch bewegt werden. Außerdem kann jeder Schütze auf dem Schlachtfeld die Ballista benutzen. Wenn du es schaffst, die gegnerische Bemannung der Balliste auszuschalten und ein Mitglied deiner Truppe einzusetzen, kann dir dies von großem Nutzen sein. Ich frage mich gerade, ob Raph das auch könnte. Ich meine, er ist eigentlich auch ein Schütze, ne? So. Okay, es ist schon mal doof, dass Lucius in Reichweite steht. Das hier ist ein Arsenal? Interesting. Also reingucken möchte ich schon mal gerne. Wer hat momentan die höchste Tankiness? Du hast eine Defense von 8. Kent hast eine Defense von 7. Also Sein ist scheinbar unser tankiester Boy. Mit Abstand. Das heißt, er ist derjenige, der die Schüsse baiten muss. Hätte Nils mitnehmen können. Egal. Zudem ist, er muss doch erstmal darin lebend hinkommen. Ich finde es nicht gerade einfach, da hinzukommen. Als Reiter kann er nämlich gar nicht hoch. Wenn wir da durchlaufen, scheuchen wir ziemlich viele ärgerliche Feinde auf. Ich werde mich mal durch den Beschuss durchbewegen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich weiß auch nicht, wie ich es gerade sonst machen soll. Ich
Ich denke mal, Raph hält das aus, weil er so unfassbar stark ist. Ich hoffe es einfach mal. Er hat auch eine Verteidigung von 7. Genau wie du. Heißt, ich schicke mal die ganzen Leute los, die ein bisschen mehr Verteidigung haben. Das seid ihr drei. Die Kavallerie. Und der Rest, der wartet hier erstmal. Und stellt sich möglichst nah an der Schussreichweite auf. Du guckst mal ins Arsenal. Okay, die verkaufen mir nochmal die absoluten Grundwaffen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die brauchen. Bin immer noch der Meinung, wir haben genug. Ach, guck mal, da kann man wieder zurück. Das finde ich ja nett. Okay. So, du schießt nicht in Reichweite von irgendeinem Schild. Ich muss mal kurz checken, ja? Ein dummer Fehler kann schnell zum Tod führen, deswegen. Ah, die kommen sogar zu uns teilweise. Okay. Das ist mies. Dann werden wir gar nicht so viel machen können. Das ist ganz oft, finde ich, immer in den Fire Emblem-Missionen so. Wenn man Ballisten nutzen kann, kann man selber meistens gar nicht so viel damit anfangen. Okay, die kommen echt direkt zu uns. Dann werden wir in der Stadt eine Defense-Linie aufbauen. Und die entsprechend abwehren müssen. Okay, sein. Ärgerlich, ich habe gehofft, er wird nicht getroffen. Mein kleiner Gamble, war eine 50%. So, könntest du den Magier ausschalten? Das ist ja schon viel wert. Das ist jetzt doch auf jeden Fall schon mal sicher. Würde er auf jeden Fall schaffen. Das Problem ist, er nimmt vielleicht 7 Schaden. Und ich weiß nicht, wie viel Schaden ihm ein Ballistentreffer potenziell einhandeln könnte. Das beunruhigt mich ein bisschen. Muss ich zugeben. Aber wenn ich das nicht mache, kann er sowieso jemand angreifen. Das heißt, ich kann das Risiko besser eingehen. Leider Gottes. Vielleicht weißt du ja aus, oder du kritest am Anfang direkt. Nee, das schon mal nicht. Weißt du aus? Ich würde es begrüßen. Ja, sehr gut, Raph. Sehr gute Arbeit. Gut. Dann ist jetzt freies Geleit. Die Hügel würden uns ein bisschen bremsen, also die Berge. Ja, kommen wir rüber, ne? Über Berge. Ja, ich meine, Reiter können über Berge rüberlaufen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, sie können hier nicht rüberlaufen, aber. Bei den Hügeln? Oh oh. Ja, gut, dann müssen wir einen zurückschicken. Dann ist das so. Worauf warten die Hunde noch? Es sind nur Flöhe. Hol Verstärkung und fegt sie hinfort. Verstärkung? Von wo? Vielleicht da unten bei den Festungen? Weil links über den Festungen waren noch keine Gegner, was ungewöhnlich ist. Okay. Ah, ich glaube, wir kommen da nicht rüber. Ich meine, ich kann nicht von hier aus nicht sicher sagen, aber ich bezweifle es mittlerweile. Wie weit kannst du eigentlich... Wow, okay, das ist ja scheiße. Das ist schlecht. Ich werde es trotzdem einmal austesten. Schwert in die Hand. Stell dich mal kurz dahin und dann gucken wir nächste Runde, ob wir darüber können oder nicht. Sein, du läufst schon mal zurück. Du kannst dich heilen lassen. Und falls wir nämlich nicht darüber können, bist du dann derjenige, der sich jetzt durch den Frontweg durchbewegen muss irgendwann mal. Dann hätten wir ja eh nicht wirklich rankommen können. Wenn die da unten pushen, dann hätten wir erst die bekämpfen müssen. Das hätten wir im Beschuss machen müssen. Dann hätten wir nur auf die Fresse bekommen. Also im Endeffekt müssen wir einen hier rumschicken. Also wenn hier kein Reiter rüberkommt, hätten wir niemanden gehabt, der dafür eignet ist, weil wir keinen Tanky Boy haben. Und schießen kann ich auf den auch nicht. Du bist ins Dorf. Erinnert ihr euch noch an das Waffendreieck? Äxte und Lanzen und was nicht noch. Dies ist sehr wichtig. Seid also bei der Auswahl sehr vorsichtig. Einige Waffen halten sich nicht an die gängigen Regeln. Diese Lanzenmeister hier ist zum Beispiel eine solche Waffe. Es ist ein Schwert, welches das Dreieck umkehrt. Wenn ihr diese Klinge führt, seid ihr Lanzen gegenüber im Vorteil. Allerdings gibt es einen Haken dabei. Äxte sind diesem Schwert überlegen. Nehmt es als Geschenk, betrachtet es als Belohnung dafür, dass ihr den Geplapper eines alten Mannes gelauscht habt. Nun, seid nicht so scheu, mir kann das Ding ohnehin nichts nützen. Nicht jeder kann ein Schwert dieses Kalibers führen. Doch, ich bin mir sicher, ihr kennt jemanden, der dies vermag.
Oh cool, ein Lanzenmeister, ja, ein Anti-Lanzenschwert. Nicht verkehrt. Okay, Schwertkämpfer. Das Lanzending ist ein bisschen unangenehm. Wir können jetzt hier einen Wurfball schon mal drüber schmeißen. Ja, mach einfach, komm. Ein Crit, Dorkas. Nice. Richtig saftig gekrittet. Völlig unerwartet. Okay. Das Problem ist, dass immer noch eine Lanze, die an unser Lin rankommen kann. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das Problem ist, wenn ich jetzt Dorkas allein da stehen lasse, dann hat er zu kämpfen mit dem Schwertkämpfer. Ja, ich glaube, ich kriege hier gerade ein bisschen Probleme. Du kannst wo überall hin? Du kannst Lin angreifen, aber nur bis da. Das heißt, ich kann entweder einen Dorkas in Gefahr bringen, aber es kommt ja nur einer an Dorkas ran. Ja gut, es kann sein, dass er gleich weiterreiten kann. Er kann wahrscheinlich nur... Ja gut, dazwischen ist er im Wald, das macht ihn langsamer. Ich befürchte aber, dass er weiterkommen könnte. Die Maya geht schon mal oben in die Ecke. Die dürfen auf keinen Fall jetzt in Angriffsreichweite kommen. Ich glaube fast, es ist seine maximale Reichweite, weil er durch einmal durch den Wald durch muss. Also vielleicht können wir das so einfädeln, dass eigentlich nur Dorkas in Gefahr ist. Und er wird wohl einen Angriff überleben. Das hat nicht so funktioniert. Aber wenn ich ihn jetzt wegbewege, ja, da kommen die an Magier ran. Richtig? Wir werden es gleich sehen. Oh. Das habe ich mir gedacht. Du hast so ein Schwert in die Hand genommen. Waffenlevel erhöht, schön. Ich hoffe, es stirbt keiner. Ah, scheiße. Okay, das ist nicht so schlimm gewesen. Gut, das ist nicht so schlimm. Tatsächlich ist es sogar gut, weil er seinen Angriff verschwendet hat. Das ist jetzt noch gefährlich. Aber es wird niemals 18 Schaden machen. Nur 10. Außer er greift zweimal an. Was ich nicht hoffe. Nein, er greift zweimal an. Okay. Das ist aber schon ein bisschen knapp hier. Ah, kann man schon leichter schwitzen geraten. Nicht nur wegen der Hitze, die bei mir vorherrscht. Okay, jetzt hat mich der Typ getroffen mit seiner Balliste. Das ist ärgerlich. Und jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie ich da rüberkomme. Du hast noch Items dabei zur Selbstheilung, ne? Das ist wichtig. Ja. Gut, dann würde ich Rav einmal kurz bitten, den Banditen da auszuschalten, damit wir rausfinden können, ob du jetzt rüber kannst oder nicht. Gus hat es aber getroffen, was aber 63% alles andere als selbstverständlich. So, kannst du da jetzt? Kann er nicht. Geil. Das heißt, das ist kompletter Blödsinn in meinen Augen, weil ich habe keinen Charakter, der tanky genug ist, bis da zu laufen und rüber zu laufen, der nicht beritten ist. Das heißt, ich hätte sowieso erstmal alle besiegen müssen, die auf mich zurennen. Das wusste ich natürlich jetzt vorher nicht. Ich meine, ich hätte es wissen können, ne, dass man darüber nicht reiten kann. Eigentlich wissen wir das. Aber ich war mir nicht mehr so sicher, ob das auch für die Hügel gilt oder auch nur für die Berge hier. Naja, ist egal. Jetzt wissen wir mehr. So, Sein, du könntest eigentlich ein bisschen tanken gehen, ja. Aber wir kommen jetzt gerade fast nur Lanzenkämpfe. Die kann Dorkas auch ganz gut tanken. Das Wurfball leider gerade ein bisschen. Ich will es eigentlich nicht verschwenden, ne? Aber, So, dann gehst du hier hin, da kommt schon mal keiner mehr durch. Der Lanzenträger ist für euch beide kein Problem. Ich hätte gucken sollen, ob man einen Lanz in der Hand hat. Ich habe aber, glaube ich, schon. So, und ihr killt den Typen hier. Dann lassen wir dann von Lucius einfach erledigen. Dann kann Sarah Eric heilen. Dann müssen wir mal schauen. Also ich hoffentlich erstmal jetzt nicht in Reichweite von der Ballista. Natürlich bin ich in Reichweite der Ballista gelaufen. Ich bin auch im Klon August. Ja gut, der würde ich aber nicht one-hitten, oder? Aber der kommt auch noch. Oh nein. Oh Gott. Ich mache gerade dumme Fehler. Ich mache gerade richtig dumme Fehler. Okay, Lucius ist in absoluter Lebensgefahr. Weil die Ballista könnte auf ihn schießen, der Bogenschütze auch. Und das wäre absolut fatal. Möglicherweise tödlich für ihn. Das ist nicht so gut.
Ich kann jetzt nur hoffen, dass nicht zwei Leute ihn beschießen. Ja, da kam Bücherstärken worden jetzt her, okay. Also was das Spiel, glaube ich, will, ist, dass ich die erste Welle abwehre. Und nach Abwehr der ersten Welle ganz schnell runterpushe, die Balliste einnehmen und sie gegen den Feind nutze, der danach kommt. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon vergessen. Leider. Aber ich finde es sehr schwierig, weil wenn ich alle Truppen darunter geschickt hätte... Okay, interessant, dass er immer noch auf ihn schießt. Schießt er programmiert immer auf den, der am nächsten dran ist oder so? Das wäre jetzt übrigens auch wieder gefährlicher als geplant. Aber Gott sei Dank sind die Gegner hier bisher sehr langsam. Das heißt, sie machen niemals Two-Hits auf mich. Und ich meistens auf sie. Level 5 für Urk. Nicht das beste Level-Up für den Magier, aber auch nicht verkehrt. Ja, da komme ich einfach nicht ran. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, wie ich die Schlag besser machen soll. Aber ich mache schon einige Flüchtigkeitsfehler, das ist auffällig. Das kann ganz böse werden. Oh ja, die Folge wird schon wieder lang, ne? Also jetzt langsam könnten wir vielleicht mal zum Ende kommen. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das jemals geschafft hätte, ohne extremes Risiko, die Ballista frühzeitig zu pushen. Ich glaube sogar ehrlich gesagt immer noch. Wie viel Reichweite hat die? Hat die? Okay, die Ballista hat keine Mindestreichweite. Okay, das ist heftig. Das hätte ich gesagt, wäre nämlich der Pegasus-Reiter die beste Idee überhaupt gewesen. Aber sie hat keine Mindestreichweite. Okay. Ja, aber bis ich da ankomme, sind die schon wieder da. Die sind jetzt schon da. Wenn ich da durchgepusht wäre, hätte er auf alle schießen können, die er schießen will. Wir hätten mit den Rittern da durchpushen müssen, verstehe ich. Ich hab's nicht getan. Das heißt, ich muss jetzt auf harten Wege alle nach und nach besiegen. Es gibt Schlimmeres. Was soll's? Ne? Ich würde sagen, wir hören erstmal hier auf. Ich glaube, wir können ja auch Suspense saven. Ne, mit Aussetzen wahrscheinlich. Mache ich dann gleich mal. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann. Danke fürs Zusehen.